Wir bieten eine vollautomatische Heizungsbefüllstation an, inklusive Druckhaltung und Leckalschutz. Das bedeutet, wenn ich das Gerät hier eingebaut habe, nach dem Rohrtrenner mit Druckminderer, zum Beispiel nach unserer HiFi Fill Plus, dann wird hier unten drunter eine Patrone geschraubt, letzten Endes mit dem 2,5 Zoll Gewinde. Und dann muss der Monteur an dem Display verschiedene Dinge einstellen, wie zum Beispiel die Wasserhärte des Stadtwassers. Dann wird hier oben im Display angezeigt, wie viel Liter Wasser ich behandeln kann. Dann muss er den Heizungsanlagendruck einstellen. Er muss einstellen an dem Leckalschutz, wie viel Liter Wasser er letzten Endes nachspeisen möchte. Und zu guter Letzt schlägt nun das System vor, wie oft nachgespeist wird. Das heißt, ich kann den Füllzyklus begrenzen. Bedeutet, ich habe mit dem Gerät eine Druckhaltung. Diese Druckhaltung füllt immer dann nach, wenn Wasserverlust in der Heizungsanlage dementsprechend sich darstellt. Aber es wird immer nur so viel Liter nachgespeist, wie ich an dem Leckalschutz begrenzt habe. Sollte ich diesen Wert zum Beispiel 30 Liter überschreiten, fährt der interne Kugelhahn zu. Das Ganze geht auf Störung und ich kann mit einem separaten Kabel aus dem Zubehörprogramm den potenzialfreien Kontakt auf die Gebäudeleittechnik setzen und mir das dementsprechend überall anzeigen lassen. Das Gerät hat noch ein separates Highlight dabei. Das heißt, wir füllen nicht so lange nach, bis irgendeiner mal merkt, dass die Kartusche erschöpft ist, sondern wir geben ja hier oben die Gesamthärte an. Wir sehen die Literzahl als Kapazität und bei einem Erreichen von 0 Liter, das heißt, die Patrone ist erschöpft, fährt der Kugelhahn automatisch zu und geht auf Störung. Das heißt, wir können auch zu 100% die Wasserqualität gewährleisten, die der Kesselhersteller in seinen Gewährleistungsbedingungen vorgibt. Eine automatische Variante macht dort Sinn, wo der Betreiber immer weniger Personal einsetzt. Wir sprechen immer vom Betreiberpersonal. Das heißt, diese Variante wird dann eingesetzt, wenn ich die Heizungsanlage dementsprechend schon zum Beispiel mobil befüllt habe mit einer mobilen Enthärtung und mit einer mobilen Entsalzung, die wir natürlich dementsprechend auch verkaufen, aber auch verleihen. Und letzten Endes habe ich mit dieser Variante die Möglichkeit, automatisch nachzuspeisen, ohne Betreiberpersonal zu benötigen.